Hey Leute, was geht ab und willkommen zur ersten Folge Atlas auf dem offiziellen EU-PvP-Server, wie ihr hier oben seht. Wir spielen die Maps Sharks Frenzy und würde sagen, wir legen auch direkt los mit der Charaktererstellung. So, den Server nehmen wir aus, Select Atlas, okay. Jetzt können wir uns hier irgendeine Map aussuchen. Wie ihr seht, ist die Spielerzahl noch nicht allzu hoch. Das liegt daran, es ist früh morgens. Atlas sollte eigentlich gestern, am 8. Oktober, seine Pforten wieder aufmachen. Also die Server nach dem großen Wipe wieder online stellen. Haben sie wie immer mal nicht geschafft, ihr eigenes Zeitlimit einzuhalten. Und deswegen ist es im Laufe des frühen Morgens am 9. Oktober rausgekommen. Deswegen können wir das jetzt spielen. Und ja, die meisten sind jetzt arbeiten oder in der Schule, keine Ahnung. Meine Schule wird gut ausfallen, es sind Ferien. Wir haben auf jeden Fall erstmal freie Auswahl hier. Und wir. Ja, welchen Server nehmen wir denn? Wir haben so viele Lawless Regions hier. Aber da wir alleine spielen, macht es keinen Sinn, eine Insel zu claimen. Deswegen holen wir uns erstmal eine Lawless. Welche nehmen wir denn? A7. A7 könnte ganz gut sein. Gut, joinen wir den Ganzen mal. Wir werden uns wahrscheinlich eh eine andere Insel suchen. Schauen wir einfach mal. Ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich auf den offiziellen Servern gespielt habe. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Wir sind in der Charaktererstellung. Wir werden wahrscheinlich einen Mann nehmen. So. Body Fat, Brown, Groß. Das Gesicht. Okay, ich mache jetzt hier die Charakterstellung ein bisschen Zeitraffer, damit das nicht zu langweilig wird für euch. Aber ich will eine Figur, die auch ein bisschen interessant aussieht. Charakter können wir jetzt lassen. Sieht zwar nicht so ganz freaky aus, aber das Gegenteil von dem Charakter, den ich auf dem Singleplayer Blackwood spiele. Und ich würde sagen, wir bleiben auch bei dem gleichen Namen. Captain Roger. Ups. Beard. Okay. Gut, das haben wir alles. Hier können wir was auswählen. Keine Ahnung, wo uns das hin verschlägt. Wir ignorieren das Ganze und nehmen einfach das, was uns angezeigt wird. Und create a Pathfinder. Let's go! So, wir sind auf der Insel. Lang, lang ist es her, dass wir im Offiziellen gespielt haben. Und um keine Zeit zu verlieren, werden wir direkt anfangen, Materialien zu sammeln. Das Ganze hier ist ein bisschen anders als auf meinem Singleplayer-Atlas auf Blackwood. Hier haben wir keine erhöhten Werte, hier ist alles ganz normal eingestellt, wie die Designer das halt haben wollen. Deswegen könnte es hier alles ein bisschen länger dauern. Aber egal, wir geben Vollgas und farmen und leveln hoffentlich ab. So, Hanf, wunderbar, wir sind auf einer Insel mit Hanf. Also wenn wir keinen Bock mehr zu zocken haben, können wir uns die Birne zudröhnen. Okay, aber das ist nicht der Sinn des Spiels.
Wir brauchen Materialien, um jetzt erstmal ganz schnell uns die Werkzeuge und Waffen herzustellen. Und Level Up. Und ich sehe schon, das mit dem Level Up dauert verdammt lang. Und wir frieren schon. Das ist nicht so gut. Also könnte sein, bevor wir jetzt hier irgendwas groß gemacht haben, werden wir schon ein, zwei Mal sterben. Deswegen haben wir jetzt auch nicht zu lange auf das Teil hier ein. Was haben wir hier? Wild Rice. Okay. So, können wir schon irgendwas machen? Nein, hier brauchen wir natürlich Skills für. Hier haben wir überhaupt nichts freigeschaltet. Okay, das ist natürlich blöd. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich definitiv sterben, bevor wir hier irgendwas machen können. Aber egal, wir hauen einfach mal weiter auf diesen Baum ein. Schauen wir, wie weit wir kommen vor unserem ersten Tod. Eventuell würde ich sogar auf einer, jetzt habe ich vergessen, wie diese Inseln heißen. Die Starterinseln. Ach man. Keine Ahnung, wie der Name von der Starterinsel war. Freeport, genau, auf einem Freeport anfangen. Damit wir uns auf die Schnelle auch ein Schiff holen können. Und selbst uns eine Insel raussuchen. Denn das mit dem XP dauert wirklich verdammt lang. Ist ja doch immer doof, wenn man das Ganze nicht gewöhnt ist. Aber egal. So, dann sammeln wir weiter Hanf. Brauchen wir auch. Momentan ist es ja auch ganz gut, dass wir relativ leere Server haben hier für den Anfang. Denn ich beginne das Spiel alleine. Ich kenne leider keinen, der Atlas zockt. Viele finden es zwar cool, aber haben keinen Bock drauf, selbst zu zocken. Und deswegen hoffe ich, dass ich im Laufe meines Spieldurchgangs irgendwann ein paar Crewmitglieder finde. Oder ein paar Leute in meine Crew aufnehmen kann, die auch kein Problem damit haben, in einem Let's Play auf YouTube zu erscheinen. Das ist natürlich auch so ein Hindernis. Nicht jeder will gerne bei sowas dabei sein. Die meisten wollen einfach gechillt spielen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir versuchen jetzt erstmal unser verdammtes erstes Level Up zu bekommen. Ich denke mal, auch anders als ich es jetzt in Blackwood gehandhabt habe, werde ich hier reines Gameplay zeigen. Also nicht viel rauscutten oder irgendwie vielleicht mal ein bisschen beschleunigen, aber ansonsten zeige ich euch alles so, wie es hier abläuft. Also auch Frustmomente, wenn ich mal wieder online komme und feststelle, meine komplette Base wurde geraided, während ich nicht da war. Und so, das wird alles dazu gehören. So. Okay, cool, wir kriegen sogar diese Schildkröte down. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit bloßen Fäusten. Okay, und wir haben uns unser Level Up verdient. Cool. So, das heißt, wir gehen als erstes mal hier auf Hirf. Okay, warum kann ich kein Hirf skillen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist neu. Das kenne ich jetzt zum Beispiel so noch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal auf Stamina. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. So, erstmal die Basics. Was nehmen wir? Hier Tools zum Farmen. Und der Speer. Gut. Wir sind am Verhungern. Vielleicht haben wir ja Reis haben wir. Und das haben wir auch gesammelt. Dann futtern wir das hier mal ganz schnell. So, da müssten wir ja eigentlich jetzt auch schon was craften können. Okay, wir können Axt craften.
Spitzhacke und ein Speer. Gut. Besser als nichts. Die legen wir dahin, die legen wir dahin. Altgewohntes Design. So bin ich es gewöhnt, so habe ich es am liebsten in der Leiste. Und es wird dunkel, das heißt, es wird auch jetzt gleich noch kälter, gehe ich mal von aus. Aber egal, wir haben schon mal den Start ein bisschen geschafft. Wir haben zumindest eine Axt, Spitzhacke und einen Speer. Das nächste Sinnvolle wird dann wahrscheinlich Pfeil im Bogen sein, weil der Speer ist jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Aber egal. Das holen wir uns. Da hinten ist eine Schatzkarte, die wir aber jetzt noch nicht brauchen, beziehungsweise bis wir soweit sind, dass wir Schätze jagen, ist das ganze Ding schon wieder despawned in unserem Inventar. Macht also nicht so viel Sinn. Halt, Moment. Da ist die Schildkröte. Wenn wir die schon so ein Vieh töten, dann sollten wir auch zusehen, dass wir die Materialien holen. Denn die sind jetzt am Anfang auch sehr, sehr wichtig. So, das haben wir. Wir machen uns mal schnell ein Feuer. Okay, wir hungern schon wieder. Das. Cool, können wir alles herstellen. Wunderbar. Zwei weitere Speere. Wir essen mal schnell was. Auch noch verdrücken. So, jetzt haben wir erstmal nichts da. Nicht schlimm. Wir bauen uns das Campfire hier auf, legen das Fleisch rein, legen ein bisschen Holz rein und burn das Ganze mal ab, damit wir schnell was Ordentliches zu füttern zwischen die Zähne kriegen. Die Klamotten ziehen wir auch direkt an. Perfekt. Flint und Fiber brauchen wir. Das geht auch schnell zusammen, das ist kein Problem. Wie lange kann ich denn hier auf diesen Stein einhauen? Mein Gott, was ist denn das für ein Stein? Okay, da gehen wir mal ein Stück weg von. Da kommen Bienen raus, mit denen wir uns jetzt nicht anlegen wollen. Okay, da ist eine Klapperschlange. Okay, die haben wir nicht getroffen. Einmal komplett einen Pfeil verschwendet. Doch, eigentlich haben wir sie getroffen, aber sie ist jetzt der Meinung, dass ich daneben geworfen habe. Gut, jetzt ist sie zum Glück doch noch tot. Okay, wir haben noch ein Fleisch bekommen. Das packen wir gleich mal hier rein, holen uns das Fertige und hauen schon mal ordentlich rein. So, weiter geht's mit Hanf. So, mal kurz hier zu checken. So sieht unsere Spielfigur aus. Das komplette Gegenteil von unserem Roger aus Blackwood. Wir sind eine Bohnenstange. Okay. Können wir schon wieder craften? Das Bett leider noch nicht. Dafür fehlt uns Hide. Okay. Hide brauchen wir. Gut, der Skorpion kommt wie gerufen auf uns zu. Den werden wir dann mal gerade schnell platt machen. Ah, jetzt hat er uns gestochen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Das müssen wir jetzt ganz besonders. Okay, er ist down.
Wir holen schnell sein Material. Ah, verdammt, er gibt kein Leder her. Könnte auch sein, dass wir es gleich ohnmächtig umfallen. Denn die Betäubungsanzeige geht rasant nach oben. Wir sind schon wieder am Verhungern. Boah, ey. Das ist doch alles nicht wahr. Das legen wir da rein zum Kochen. Das essen wir schnell. Noch was? Nein. Oder? Nein. Aber hier müsste noch was drin sein. Jo. 1, 2, 3. Das reicht eventuell schon mal fürs Erste. Okay. Wir geben uns einen weiteren Level up. Ups. Ah, jetzt können wir uns Heal geben. Gut. Jetzt haben wir 4 Skill Points. Dann machen wir das hier direkt. Können Bogen auch lernen, wunderbar. Können wir noch schon. Ja, wir können hier craften. Pfeile 22, das reicht uns fürs Erste. Die legen wir erstmal zur Seite. So, den packen wir hier rein. Wir haben Nacht. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Weg. Den hier nehmen wir einfach mal. Wunderbar. So, sehr gut. Es reicht aber immer noch nicht für ein Bett. Erstmal brauchen wir mehr Holz wieder. Okay, kacke, wir brauchen eigentlich noch ein neues Level, um uns überhaupt erstmal die Sedge Foundation craften zu können, denn wir können das Bett hier ja auch nicht einfach so irgendwo auf den Sand stellen. Wir brauchen dafür eine Foundation. Okay, der Anfang von Atlas ist immer der interessanteste, weil man permanent Zeitdruck hat. Ich würde sagen, als... Okay, jetzt regnet's. Gut, dann haben wir jetzt keinen Durst, dafür hungern wir fast schon wieder. Wir essen hier noch ein bisschen gekochtes Fleisch. So, haben wir für Bett jetzt alles außer Halt, gut. Aber das kriegen wir auch zusammen, das dürfte jetzt kein Problem sein. Problem ist nur die Dunkelheit, ich sehe fast nichts. Mann! Jetzt wird es mir auch noch kalt. Das ist ein Ochse. Okay, killen wir einfach mal den Ochsen, Level 10. Oh, das geht leichter, als ich gedacht habe. Und von dem kriegen wir ganz bestimmt genug Leder. Oh ja, ich glaube. Gut, Leder haben wir schon mal. Dann craften wir uns jetzt ganz schnell das Bett. Und hoffen, dass wir nicht drauf gehen. Wir müssten... Oh, wir brauchen viel zu viele Skill Points. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht in der Zeit, bevor wir hier sterben. Aber was wir machen könnten... Lass mal die Axt reparieren. Wir... Wow! Okay. Hier eine Torch. Dann gehen wir mal ganz nah ans Feuer ran. Rüsten uns mit der Torch aus. Nehmen diese auch in die Hand. Und mit ganz viel Glück ist uns jetzt nicht mehr so allzu kalt, dass wir vielleicht den nächsten Morgen überleben können. Und wir machen hier jetzt einen kleinen Break und warten,
bis es etwas wärmer ist. Und wir sehen uns gleich wieder. So, unser Break ist vorbei. Es ist nicht mehr so kalt, denke ich mal. Also beziehungsweise die Sonne geht jetzt langsam auf. Und wir sind am Verhungern. Deswegen würde ich sagen, wir stopfen uns jetzt gerade mal ein bisschen Fleisch rein. Wir werden sogar Ground Meat. Dann hauen wir das alles mal hier rein. Ground Meat können wir momentan eh nicht benutzen, da wir noch nicht zähmen können. Also ist das egal. Können wir auch essen. So. Wir haben uns den Bauch voll. Hier ein bisschen Gemüse noch dazu. Ist ja bekanntlich gesund. Wir killen da hinten noch den Ochsen. Easy. So, Leder ist nie verkehrt. Vor allem, wenn es viel so viel gibt. Wunderbar. Okay, wir holen uns noch ein bisschen Flint. Dürfen wir gleich den nächsten Level abhaben. Wenn wir ganz viel Glück haben, können wir dann uns unsere Foundation endlich craften. Damit wir das Bett aufstellen können. Das bedeutet zwar, dass wir immer noch nicht safe sind, solange wir noch keine Hütte haben oder sowas, aber wir können schon mal hier direkt... Okay, wunderbar, wir können es neu craften. Wir können wieder hier direkt spawnen. So. Okay, wir haben den Level Up, perfekt. Wir gehen wieder, würde ich sagen, erstmal auf Kiev. Und schon wieder am Verhungern. Oh Mann, ey. It's a circle of life. Spenden, ja. Okay, ich singe lieber nicht, denn das kann ich nicht. Gut. Warum wird das hier so blöd angezeigt? Egal. Wir brauchen erstmal das hier und haben schon unsere Skills verbraucht. Aber okay, wir haben jetzt die Foundation freigeschaltet. Die wir jetzt mal ganz schnell hier. Thatch Floor. Okay, das bauen wir einfach mal hier hin, direkt hier bei das Lagerfeuer, das Bett dorthin. So, wunderbar. Wir sind erstmal safe hier. Und farmen einfach mal weiter. Okay, bis wir jetzt die Storage Box holen können, dauert auch ein bisschen. Aber eventuell, wenn wir Glück haben, können wir uns jetzt hier schon ein bisschen einbauen, dass wir geschützter sind. Schauen wir mal, was wir noch so herstellen können. Davon 5. Ja, okay, dann machen wir das einfach mal. Dann setzen wir die Teile und schauen, was wir noch an anderen Materialien so brauchen. Um jetzt zumindest eine Wand und eine Tür, also Wände zu ziehen und eine Tür zu setzen können. Weiter, aber hier, okay. So, für die Thatch Door können wir auch herstellen, dann machen wir das direkt. Thatch Wall, brauchen wir Fiber und Thatch. Ich muss auch sagen, jetzt hätte ich die ganze Zeit nicht auf dem offiziellen Server gespielt habe und auch auf dem Singleplayer-Spiel die Einstellung komplett geändert habe, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, was jetzt hier alles mittlerweile neu ist oder geändert wurde. Das okay.
Also zumindest ist hier einiges Mystisches dazugekommen, denn dieser Fels ist vorhin, glaube ich, nicht geflogen. Gut, wenn er meint, jetzt fliegen zu müssen, soll er das machen. Mir auch egal, wir brauchen jetzt erstmal Hanf. Hanf und Satch. Wahrscheinlich fehlt auch noch Wood. Okay, Akai, was zu essen, brauchen wir auch. Elefanten. Mit dem legen wir uns jetzt noch nicht an. Der dürfte, glaube ich, die Oberhand haben. Gerade weil wir auch noch keine gescheite Rüstung oder sowas haben. So, was können wir denn jetzt schon craften? Wir brauchen... Ah, wunderbar, wir können mehr craften, als wir brauchen. Sehr gut, dann machen wir das direkt. Gehen in Zeitlupe und zurück zu unserer Möchtegern Base. Ja, gespannt, wann wir hier auf die ersten Spieler treffen. Ja, da fällt mir ein, solange wir hier gucken, können wir mal warten, können wir mal auf die Karte gucken. Okay, wir sind scheinbar nicht in einer. Doch, wir sind in einer Lawless Region. Können wir. Wir können sogar hier eine Flagge setzen. Okay, finde ich ein bisschen komisch. Ich dachte, Lawless wäre freies Gebiet, wo eigentlich jeder hin kann. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Egal, wir lernen eh alles neu. Da sich vieles geändert hat, deswegen mache ich mir da jetzt noch keinen Kopf drum. Wir gucken erstmal, dass wir hier unsere Hütte zukriegen. Hä? Denkfehler, verdammt. So, wie viel brauche ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Damit will ich mehr bauen, als wir eigentlich benötigen, denn unsere Ressourcen sind knapp. Moment. Das heißt sparen. Hier können wir schon mal die Tür setzen. Das, das, das und das. Okay, wunderbar. Wir brauchen jetzt 6-mal Ceilings. Wir können aber nur 3 erstellen. Reicht aber trotzdem für den Anfang. Was brauchen wir für weitere Ceilings? Fiber und Thatch. Okay, eine große Umgewöhnung gibt es für mich, da ich, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, ich ziemlich lange auf den Singleplayer gespielt habe. Und, Deutsch, lass mich nicht im Stich. Also, eine große Umgewöhnung. Ich muss darauf achten, meine Türen zuzumachen und auch abzuschließen, denn sonst kann hier eigentlich jeder andere Spieler, der hier gerade so zufällig rumrennt, einfach in meine Bude rein und alles looten, was er gerade so braucht. Gut, das ist jetzt nur eine Setch-Bude, das ist jetzt kein großes Hindernis, das Teil kaputt zu kriegen. Für manche Spieler, die jetzt auf einem höheren Level sind, aber man muss ja nicht unvorsichtig sein und nachlässig. So, wir holen uns hier noch ein bisschen Setch dazu. Mit etwas Glück reicht das jetzt schon. Jawohl, wir brauchen nur 3. Die bauen wir uns direkt mal. Ja, ich sehe schon, jetzt
dauert es trotz Bauen und Craften und alles Mögliche schon wieder deutlich länger, bis ein Level-Up dazukommt. Also das kann noch ein bisschen dauern. Mal zumachen, nicht, dass irgendjemand hier draußen lauert und darauf wartet, dass ich die Tür vergesse. So. Die werde ich auch mal hier mit zwei Set-Stores zumachen. Und wir craften uns noch ein paar Pfeile von dem Rest. So. Damit ist unsere Hütte erstmal gesichert. Wie lange das Ganze hält oder wie lange wir jetzt hier safe sind, habe ich keine Ahnung, aber fürs Erste muss das wohl reichen. Wir nehmen hier unser Fleisch wieder an uns. Gehen wieder in die Hütte rein. Futtern noch ein bisschen. Wo haben wir es? Hier guckt Prime Animal Meat. Das nehmen wir noch ein bisschen. Das hier, dann haben wir schon fast eine ausgewogene Mahlzeit, also Fisch. Dürfte aber erstmal reichen, um nicht zu sterben. Und ja, das war's für diese Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es hat euch hoffentlich gefallen, die erste Folge auf den offiziellen Servern. Und in diesem Sinne, gebt mir doch einen Daumen nach oben, das würde mich mega, mega freuen. Ein Abo fände ich auch nicht schlecht und falls ihr es noch nicht getan habt, läutet doch die Glocke unten rechts unter dem Video, um keine neuen Inhalte mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Gaming Beasts ist raus und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und macht's gut. Tschüss.